Gute Arbeit, Jungs. Fast wäre sie uns entkommen. Das waren die letzten Worte der Corps, bevor sie mich am 8. März verhafteten. Sie wollten wissen, ob ich wirklich eine Frau sei oder nur so tue, als ob. Sie fragten mich, ob ich überhaupt Deutsch spreche, weil ich nicht mit ihnen geredet habe. Sie steckten mich für fast eine Stunde in eine Zelle und es ging nicht nur mir so. Etliche Demonstranten wurden willkürlich aus der Demo gezerrt und gewaltsam festgenommen. All das, weil wir ihre heuchlerische Politik aufdecken. Über 30.000 Menschen sind bereits in Rasse ermordet worden. Es gibt keine Krankenhäuser mehr, die funktionieren, und alle Universitäten wurden auch zerbombt. Die feministische Außenpolitik lässt schwangere Frauen in Rasse bombardieren und Hunderttausende verhungern. Gleichzeitig stehen Baerbock und Scholz vor der Kamera und reden von humanitärer Hilfe, als ob sie nicht diejenigen sind, die diesen Genozid unterstützen. Ob in Palästina, Kurdistan, Jemen oder Sudan. Deutsche Waffen, deutsches Geld, morden mit in aller Welt. Wer gegen die deutsche Staatsräson protestiert oder den Status quo angreift, wird mit brutaler Polizeirepression bestraft. Aber ein Angriff auf eine ist ein Angriff auf alle. Wir lassen uns nicht runterkriegen, wir lassen uns nicht einschüchtern und erst recht nicht zum Schweigen bringen. Ob am feministischen Kampftag oder an jedem anderen Tag, unser Feminismus bleibt antiimperialistisch. Free Palestine.